Oh, das ist geil. Ja, super. Neuer Marker. Welcome back to Tunic. Mit der Fox. Wir versuchen hier, die lustigen Gegner hier Runden wegzuballern. Ich würde so lachen, kurz im Lurk. Thanks for the Lurk. Ich würde so lachen, wenn das hier einfach nur optional ist und wir das gar nicht machen müssen. Das wäre halt auch ein richtiges Highlight. Wenn das quasi so die Platin-Trophy für das Ding wäre, so mehr oder weniger. Einfach der harteste Gegner oder der hardest Part oder so und man muss es einfach gar nicht machen. Das ist ein richtig nicer Troll. Jawohl. Nice. Einer ist tot. Oh, wir heilen auch ganz wenig hier, ne? Unsere Tränke sind auch schlechter als in der Light World. Ne, der hat uns getroffen. Okay. Wir dürfen einfach gar keinen Damage kriegen. Das ist so krass. Okay, da muss ich ausweichen. Füg. Nein, die machen so viel Schaden. Warum? Aber anscheinend sind es nur zwei. Und den ersten kriegen wir halt echt schnell hin. Wenn wir dann noch den zweiten irgendwie vernünftig wegballern können, dann mal gucken. Dann haben wir zumindest eine Welle von sieben, von sechs. Sechs sind es ja. Sechs Wellen, die wir schaffen müssen. Rechts ist ja der Trank, den wir irgendwann dann nutzen können nach drei Runden oder so oder vier oder whatever. Der uns auf jeden Fall nochmal ordentlich einen Boost gibt. Komm, let's go. Direkt draufprügeln bis zum St. Nimmerleinstag. Okay, keine Ahnung, wie wir dem ausgewichen sind, aber ist mir auch scheißegal. Nice. Erster Down, kein Damage bekommen. Nein. Okay, zweiter da, direkt Damage bekommen. Ist okay. Oh, schneller! Uiuiuiuiuiuiui. Oh nein, Damage bekommen, aber ist egal. Alles noch im grünen Bereich. Oh, das war auch close. Komm, killen. Jawohl, nice. Okay, das schon mal geschafft. Wir haben drei Tränke gebraucht. Wir sind aber jetzt wieder quasi fast full HP. So, hier wissen wir, was auf uns zukommt. Das hier können wir schaffen. Das geht. Das hier kriegen wir auch hin. Das ganz vorne ist sau schwierig. Da brauche ich rein theoretisch bräuchte ich viel mehr Magie, um die alle ganz schnell. Im Prinzip muss ich nur die ganze Zeit schießen. Schießen, schießen, schießen. Bei den anderen weiß ich noch nicht, was da kommt. Ich probiere mal das, weil das war für mich bis jetzt das zweitschwierigste. Oder wenn nicht sogar das schwierigste, weil das echt viele Gegner sind, die hier spawnen. Richtig viele. Boah. Alter, wie soll man das schaffen? Vielleicht das zuerst? Okay, ich mach die zuerst. Such mir da eine Taktik raus, wie ich die hinkrieg. Die sind gemein! Mann! Wie ballern wir die möglichst flott weg? Eigentlich nur schießen, 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 oder? Da gibt es irgendwie eine sinnige Taktik. Mir fällt keine ein.
Was war das? Hey, wieso habe ich das eben nicht geschafft? Was bin ich für ein Dulli? Okay, gucken wir mal euch an. Gucken wir mal die zwei an, die wir noch nicht gemacht haben. Aber das hier wird wahrscheinlich auch relativ einfach sein, oder? Wird jetzt einfach ganz viele von den Boys geben, genau. Mal einfach auch hier wieder gemütlich prügeln. Keine Eile. Oh, aber nee, das sind unterschiedliche. Da ist ein großer dabei. Der hat auch andere Tricks auf Lager. Oh, der droppt ein Herz. Scheiße, ey. Oh mein Gott. Und jetzt haben sie auch noch Schilde oder was? Fucking Trolls. Was haben wir denn das letzte Mal gegen die Schildhansis gemacht? Oh, die rennen weg. Warum rennen die weg? Nee, wir wollen, dass wir ein One-on-One hier machen. Das ist okay. Nicht euch geben. Das One-on-One. Die haben echt keinen Bock. Nice. Jawohl. Okay, nice. Wir können auch unser Todesding können wir auch sinnvoll nutzen. Okay, dann kriegen wir das hin, glaube ich. Das ist zwar echt schwer, aber es ist nicht unmöglich. Es geht alles. Dann jetzt noch den und den großen Boss und die anderen beiden schaffen wir, wenn wir irgendwie halbwegs aufmerksam spielen. Ah, da ist auch wieder ein großer dabei. Die rennen auch so lustig rum, ey. Fucking Kermits hier. Nein. Direkt heilen. Safety first. Oh oh. Oh oh, no, 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 no. Alter, es ist einfach zu viel hier. Oh mein Gott. Okay. Hier, du stichst. Dreimal. Zwei. Drei. Und dann kann ich dir zumindest einen von der Seite geben. Ah, cool, wenn ich treffe. Wenn ich darauf achte, dass ich Ausdauer habe. Okay, das ist schwierig bei dem Ausdauer-Rack. Okay. Hm. Ich glaube, das ist meine Nummer 1. Ich glaube, wir machen zuerst die. Die sind echt fies. Wir machen euch zuerst. Alter. Was mache ich zuerst? Ich weiß es nicht. I'll never know. Ah, scheiße. Da muss ich schon längst einen hier geballert haben, wenn der zweite spawnt. Oh nein. Aber wobei, trotzdem lieber safe, better safe than sorry, würde ich sagen, weil, ja, wir haben halt einfach zu wenig HP und offen wäre das halt einfach over. Ah, nein. Alter. Ach, er lässt sich 100-mal treffen. Er ist so gemein, der Große. Vielleicht den Großen mit irgendwie. Mit Magic Spells irgendwie killen. Die laufen so lustig rum, ey.
richtige Trolls. Nice, okay, ich kann den auch instant killen. Okay, come on. Den kriege ich auch so tot, oder? Jawohl, nice. Droppst du ein Herz, bitte? Das finde ich richtig dufte. Jawohl, nice. Okay, dann machen wir jetzt die hier. Und wenn wir die fertig haben, dann machen wir den Boss. Und die anderen drei kriegen wir hin. Bei denen war es jetzt echt wichtig, schnell zu schießen. Ganz schnell. Sobald wir instant einen anvisieren können, draufballern. Ja, es sind zu viele da. Ich hätte direkt schneller killen müssen. Oh, trotzdem irgendwie überlebt. Nice. Okay. Le Boss. Wieder da, WB. So, wir müssen den ersten ganz schnell killen. Come on. Genau, Hälfte runterballern, bevor er überhaupt irgendwas macht. Fuck. Wir haben nichts mehr. Wir haben einfach nichts mehr zum Dashen gehabt. Kein Dash mehr. Todesdash. Gerade neue Vorwürfe an Kliman angeguckt. Okay, was wird ihm jetzt vorgeworfen? Da Finny. Ach du Scheiße, ey. Let's go. Come on. Schon wieder so schwitzige Hände. Tryhard-Modus an. Oh, come on, lass mich dich schnell killen, bevor der andere spawnt. Okay, nice. Okay. Boah, jetzt fliegt hier eine Modde rein. Das Viech. Moment mal. Ich muss gleich mal die Modde rausbringen. Oh Gott. Vielleicht nicht so clever, nachts Fenster offen zu lassen, wenn man hier das Hardcore-Licht anhat vom Streaming. Ich mach mal ganz kurz Fenster zu. Beziehungsweise. Kümmere ich mich nach dem Stream drum. Upsala. Scusa. Auch für die Leute im VOD. Scusa. By the way, die Flugviecher, die schießen, kannst du doch mit dem Schild blocken und durch die Abroller töten, oder? Nee. Nee. Ich glaube. Also, ja. Okay, ja. Beziehungsweise. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ehrlich gesagt. Ich glaube, man kann die abprallen, aber ich weiß nicht, ob die sterben davon. Man hat jetzt Bilder der Masken von damals gesehen. Das ist so dünn und löchrig. Man kann durchgucken. Die Sonne scheint durch. Und bei seiner aktuellen Ukraine-Spendenaktion würde mir verkaufen. Kevlar-Mützen rund 400.000 eingenommen hat, wurden an die Organisation bisher nur 300.000 ausgezahlt. Stark. Stark. Der Fini. Okay. Die Viecher hier. Aber das, also, Schild, ja, jein. Ich glaube aber dadurch, dass es halt eh aus allen Richtungen kommt, also ich kann ja nur in eine Richtung blocken, deswegen ist das, glaube ich, keine Option.
Fuck, aber jetzt habe ich hier auch... Warum gehe ich da hin, wenn ich sehe, dass ich nicht genügend Magie habe? Wie dumm. Wie dumm kann man eigentlich sein? Ich glaube, ich muss auch mehr meine Items nutzen. Ich glaube, rein theoretisch könnten wir mit dem nämlich echt mega viel machen. Mit den Berries und so. Jetzt kann ich das Viech, glaube ich, mal kurz killen. Moment. Oh, warte, warte. Halt, stopp, ich bin gleich wieder da. Viech killen! No, das fliegt jetzt hier die ganze Zeit rum und klatscht irgendwie gegen die Wände, das arme Tier. Und ich, Manu, kannst jetzt halt nicht vernünftig rauslassen. Es tut mir ein bisschen leid. Scheiße. Oh no. By the way. Ach so, ja. Ja, das mit den Fluchtviechern habe ich gelesen. Ein paar Stunden nachdem für das Thema eine Presseanfrage geschickt wurde, hat eine Organisation weitere 20.000 ausgezahlt bekommen von vielen 100.000. Richtig stark. Stark, stark, stark. Das ist der Schwabe in ihm, kostenlose Proteine. Ah, nee. Ich hab nur keinen Bock auf Hardcore-Flug, wie ich Party hier nachts. Okay. Ich glaube, es ist doch echt sinnig, das zuerst zu machen. Dann den Boss. Und dann das rechts hier. Dann das ganz rechts. Und dann die anderen Boys. Okay, let's go. Come on, ey. Ich möchte das jetzt schaffen. Es wäre doch gelacht hier, wenn ich das nicht hinkriege. Ja, moin. Oh, fuck. Oh, das war close. Oh, oh. Okay. Jetzt war meine ganze Magic rausgeballert, aber das musste ich, ey. Das war so close. Okay. Come on! Nein! Ein Schlag noch und danach hätten wir uns healen können mit dem Trank und alles. Oh. Come on, ey, das kann nicht wahr sein. Wir kriegen das hin. Ich hole mir gleich noch ein Bier hier, ey, wenn ich hier das jetzt noch ein paar Mal versuchen muss. Ich raste aus. Okay. Dann fangen wir dann mit den Dingsies an. Was ist das denn für ein Emote? Ach, so ein Heuli von Ali. Alles klar. Wow. Okay. Das lief gut. Das lief sehr gut. Full HP und full, fast full, nee, nicht annähernd full Magic. Und dann will der Mann noch einen Random-Run. Naja, nee, danach mache ich jetzt keinen Random-Run mehr. Ich habe nur vorhin gedacht, anstatt quasi Tunic weiter zu ballern, einen Random-Run, aber nee. Oh nee, ich prügel glaube gleich auf mein Füchschen da ein, aber auf das würde ich ungern jetzt einprügeln.
Oh mein Gott. Schnell, der muss sterben. Boah. Okay. Boss 1 ist tot. Boss 2 lebt noch. Jetzt aber aufs Maul. Ah, der dritte ist nicht ganz so weit, ne? Mit dem schießt er irgendwie so nicht so weit. Oder schlägt er nicht so weit so und ist ja kein Schuss im Schlaf. Jawohl. Okay. Puh. So, dann wart ihr noch Kaka. Wir kriegen das hin, ey. Wir kriegen das hin. Wir verprügeln die. Wir haben noch 6 Tränke. Wir müssen echt nur defensiv spielen. Scheiß drauf. Und wenn wir eine halbe Stunde hier im Kreis rennen, ist egal. Einfach gucken, dass wir überleben. That's all. Wie schnell wir das hinkriegen, ist wurscht. Hauptsache, wir kriegen es hin. Oh nein! Full Heal. Hefty First. So, du schlägst 3-mal, ne? Komm! Hallo! 1, 2, 3. Und jetzt kann ich dich hardcore verprügeln. Yes, nice, okay. Ich stehe im Kreisrennen, echter Qualitätscontent. Schnauze! Das ist hier einfach Hardcore-Rulor. Das ist ja komplett lächerlich, der Xeor hier von der Seite rumpöbelnd. Ich will dich hier mal sehen, Freundchen. Ich habe eben eine Mail bekommen, dass meine echte Vanillesamen verpackt wurden. Hab die am 11. bestellt gehabt. So langsam müsstet die mal kommen. Nice. Jeder macht das, was er kann. Ich raste aus. Ah, was für Lumpen, ey. Was für Lumpen. Echte Vanillesamen. Willst du die zu Hause anpflanzen, oder was? Wachsen die hier bei uns? Ist da nicht zu kalt? Zu wenig Sonne oder so? Und ist Vanille nicht... Wie sieht denn eine Vanilleschote aus? Gar keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wie die wachsen. Oh mein Gott, nein. Nein, nicht jetzt rumplemmen. Please not. Warte, kommt mal hier alle in die Mitte. Genau. Jawollo, danke schön. Ich will etwas mitmachen. Okay, 2 to go. 2 to go, ey. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen Full HP. Sollen wir jetzt diese Herzen da schon mal in die Mitte legen? Nee, ne? Nee, machen wir. Nehmen wir einfach vorm letzten. Einfach safe to be safe. Und ich würde sagen, wir machen die hier als letztes. In Deutschland haben ein geringer Prozentsatz der Haushalte eine echte Vanille im Wohnzimmer. Ist eine Unterart der Orchidee. Wächst wie Efeu-Tuten? Was sind denn Efeu-Tuten? Scheiße, ich kenne mich nicht aus. Aber kannst du die dann auch nutzen? Also kannst du die dann auch ernten quasi und
futtern? Das wäre richtig geil. Ich habe generell das erste Mal dem letzten echte Vanilleschot in der Hand gehabt, weil irgendwie, ich weiß nicht, habe ich nie damit gekocht oder gebacken. Und dem letzten habe ich mir dann mal eine für den Cheesecake, den ich da, diesen Strawberry Cheesecake, wo ich vor ein paar Wochen mal gemacht habe. Vor 2, 3 Wochen. Da sollte echte Vanille rein und dann habe ich da halt auch, komm, scheiß drauf, baller mal rein. Aber ehrlich gesagt habe ich geschmacklich jetzt keinen Unterschied, keinen krassen, also wahrscheinlich werden mich jetzt einige angucken, diesen Alien. Ich habe geschmacklich keinen krassen Unterschied gemerkt zu irgendeinem künstlichen Aroma-Ding. Aber es war halt auch ein random Kuchen mit 1 Million Kilo Quark und so. Ich weiß nicht, ob das dann da überhaupt zu krass rauskommt. Aber wenn nicht da, wo dann? Oh oh. Oh. Nein. Oh, puh, das war close. Puh. Okay, letztes Ding. Ich füll mal mein... Nee, ich füll's nicht auf. Warte, nachher brauchen wir das noch hier irgendwie. Dann nehme mal hier so eine Pepperoni. Futter ich mal. Let's go. Nein. Oh, das war close. Alter. Das war auch wieder. Oh Gott, close. Junge. Jetzt ehrlich. Komm mich mal. Alter, jetzt hört mal auf mit eurem scheiß Portkack da. Oh mein Gott. Oh, ich hab grad Schiss, dass ich in der Loop gefangen werde. Nein. Kann nicht mehr dashen. Vorsicht. Okay, der nächste ist tot. Jawohl, nur noch einer. Oh Gott. Und jetzt müssen wir noch den Trank da machen. Oder? Wir machen ihn einfach safety first. Uiuiuiuiuiuiuiui. Echte Vanille benötigt wie jede Pflanze ein bestimmtes Zusammenspiel von den Bedingungen, um zu blühen. Da diese Pflanze jedoch früher ausschließlich auf den Inseln Madagaskar und Réunion angebaut wurde, hüten die dortigen Bauern dieses Geheimnis bis in den Tod, denn das war deren Lebensgrundlage. Vanille ist nämlich das zweiteuerste Gewürz der Welt. Nach Safran, oder was? Guck mal, was wir haben. Wir wissen nicht, was wir haben. 3 Fragezeichen. Doch, wir haben lustiges Lorbeerkränzchen. Mir hast du auch Tonprobleme? No! Boah, guck mal, wir können dashen! Ach du Scheiße, was ist das denn für ein crazy Shit? Wir können... Oh mein Gott. Wie cool. Mittlerweile haben es bereits eine Handvoll Familien in Europa geschafft, die richtigen Bedingungen im Industriegewächshaus nachzuahmen. Von Wärme über Luftfeuchtigkeit bis hin zu den Stunden pro Tag. Alles muss miteinander übereinstimmen und nur dann bildet eine Vanillepflanze über Nacht 1 bis 10 Blüten bis zu 10 cm lange Pflanze mit einem Stiel wie Efeuwald. Über Nacht macht die das? Okay. Das ist ein richtig crazy Geheimnis. Completely weird. Hey, wir können dashen. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ja mega geil. Oh mein Gott. Jetzt ist aber die Frage, war das notwendig, dass wir das holen? Wahrscheinlich schon, oder? Wir brauchen das bestimmt, um irgendwie da storytechnisch weiter... Ah! Ha, 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 ha. Damit können wir jetzt da drüben
I get it. Warte mal, wir machen das mal kurz, den Dings da holen, da gucken wir, was da hinten noch ist. Damit können wir jetzt hier über die Lücken drüber dashen. Ja, geil. Cool, guck mal. Upp. Nehmen wir da Blätsche mit. Jawollo. Dauerhaft erhöht. Ah, okay, in der... Ah, alles klar. Wir schalten damit in der... in dieser... Dark World, Traumwelt oder so. Das... Die quasi die Stats aus der Light World frei, vermutlich. Immer wieder mal Mimi. Ach du Scheiße. Ich raste aus. Geil. Plopp. Ah, da war was. Oh, dieses Game, ey, ne? Ich hab die ganze Zeit ein Halbstiffy hier, weil es so nice ist. Es ist so geil. Okay, wir machen mal nochmal einen Marker. Markerino. Krass, wir haben jetzt heute schon